keinen Zweck für mich. Wo soll ich denn jetzt? Soll ich jetzt hier irgendwo was machen? Bin ich blind? Die Dinger altern lassen? Hier, das Teil da. War doch gerade was. Das nicht, das nicht. Die Treppe. Nee, die Treppe will ich nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Ich will hier doch nur raus. Meine Fensterscheibe kaputt schlagen. Ja. Huch! Das wollte ich jetzt nicht. Nee? Hä? Nö? Was soll ich denn jetzt so? Und jetzt? Ich habe hier keine Zeitüberlagerung. Hallo? Hier ist nichts. Soll ich wieder runter, oder was? Wo soll ich denn lang? Mensch. Unten? Mit dem Zeitriss im Labor. Ist das ein Zeitriss? Das ist ein Zeitriss! Chronoping. Drücken Sie unten, um mit Ihrem ZMG einen Chronoping auszusenden. Sie können Chronofußspuren finden, die Ihnen weiterhelfen. Ach so. Ah. Da lang. Da lang. Na gut, dann. Feind? Freund? Feind? Muni, Muni, Muni. Die kann ich ja noch einfach normal mit den Waffen machen. Das ist ja. So, und jetzt nochmal. Ach, Mann, ich verletze mich hier dauernd. Was soll denn das? Aua, 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 lass das. Lass das doch mal. Wieder, ich verbrauche hier zu viel davon. Ja, komm hier. Für den. So. Du kriegst einfach so eine Ladung. So. Nochmal. Ach. So. Wo haben wir noch? Wo haben wir noch? Wer hat nochmal? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? So, das kann mit. Kann mit. Hier ist nichts. Hier kann ich auch nichts benutzen. Huch. Ah ja. Okay. Ah, die Zeit. Huch. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Da müssen wir lang. Okay. Munition, 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 Munition. Da wird noch geschossen. Dann nehmen wir mit. Ich habe Sie nicht um Erlaubnis gebeten. Denken Sie darüber nach. Präsident Barisov. Klingt doch gut. Dafür haben wir die Singularität nicht geschaffen. Ich wollte nett sein. Wofür? Und Sie teilhaben lassen. Machen Sie keinen Fehler. Ich töte Sie, wenn Sie mir nicht sagen, wo das ZMG ist. Das werden Sie nicht. Sehe ich aus, als würde ich bluffen, Victor? Na gut. Sie lassen mir keine Wahl, mein Freund. Nein! So, jetzt haben wir wieder die Vergangenheit verändert. Was haben wir jetzt angestellt? ZMG. Wie
Sie haben mein Leben gerettet. Sie tragen das ZNG und eine amerikanische Uniform. Irgendwas muss furchtbar falsch gelaufen sein. Nee, eigentlich nicht. Ich brauche meine Aufzeichnungen. Chefsmänner. Ja, da kümmere ich mich schon drum. So, Munition. ZMG Energiezelle. Ihre Beschleunigung automatisch eingesetzt, wenn Sie keine Energie mehr haben. Aufsuchen und zu benutzen. Ja, also es lädt sich zwar automatisch nach, aber falls wir keine mal haben sollten, dann wird sich das dadurch nachladen. Will ich aber nicht. So. Ruhe hier. Ruhe hier. Ich wusste, Demichev würde zornig sein, als ich mich weigerte, an der Singularität zu arbeiten. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er zu sowas fähig ist. Kannst du mal sehen. Dein Kumpel, dein Kollege ist ein ganz schönes A-Loch gewesen. Ja, ich habe jetzt A-Loch gesagt. Verdammt, geht nicht auf. Das ZMG manipuliert den Alterungsprozess von Objekten. Ja. Es macht sie, ich kann es nicht besser ausdrücken, älter oder jünger. Ja. Sogar ein Safe kann mit der Zeit verrotten. Uns geht die Zeit aus. Bitte, manipulieren Sie den Safe mit dem ZMG. Kein Problem. Waffengerät, deine Aufzeichnungen. Da, nehmen Sie. Das ist ein Prototyp einer E99-Waffe. Sie kann instabil sein, aber sie kann das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Okay. Seeker, mal für das geladene Projektil zu steuern. Welche durch die Zeit verschiebt und mit dem Schützen auf das Geschoss zu steuern. Okay. Fett. Fette Sache. Ah. Cool gemacht, auf jeden Fall. Hä? Wo ist ein Seeker? So. Wo ist er? Komm her, ich will es mal ausprobieren. Das ist er nicht. Dabei. Wow. Das Ding geht echt gut ab. Muss man schon sagen. Ah. Und noch einmal. Ich will jetzt einfach wechseln. Ach, das kann ich nur. Na gut. Dann halt. Wo haben wir noch? Der ging so. So. Batz. Und du musst auch dran glauben. Zack. Langt das? Natürlich nicht. Ah, doch. Ah, der ging ins Munitionslager des netten Herrn. So, wo kommen wir jetzt lang? Kann ich hier irgendwas? Kommst du denn mit? Ja, er kommt mit. Keine Ahnung, wo wir lang sollen, aber wir probieren es einfach mal hier. Da geht's nicht, da geht's auch nicht. Da können wir auch nicht. Nehmen wir alles mit. Wo sollen wir jetzt lang? Ist irgendwo noch eine Tür? Ach, ich glaube, da sollen wir lang. Verpiss dich. So.
Was? Granate? Wahnsinnig. Wollen wir noch? Da haben wir noch einen. Bla 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 bla. So. Und Batz. Die Waffe gefällt mir. Die gefällt mir sehr. Nur leider haben wir gleich keine Munition mehr und das ist ein bisschen doof. Aber naja. Ah, toll. Na, ah, toll. Ach, du Kacke. Ach, das ist ja. Ach, wollen wir noch? Da haben wir auf jeden Fall noch Technologie. Und wir haben kaum noch Muni. Das ist extrem doof. Fliegt da drinnen denn noch welche rum? Nee, aber Valkyrie. Da kann man her. Da bringt uns nichts. Ich würde da gerne in den Raum rein. Ach, das geht sogar. Das ist ja schön. Die ist voll, aber das kann man gebrauchen. Das können wir auch gebrauchen. Das brauchen wir. Ja, doch. Haben wir. Also weiter nach da. Technologie. Sehr viel Technologie. Wo kommen wir jetzt weiter? Doktor. Wo sind Sie? Ich würde gerne hinterherlaufen, wenn ich könnte. Aber mein Hebel hier ziehen. Okay. Es kann Sachen schweben lassen. Filmarchiv. Na gut. Projekt 6265. Das Todesschloss. Eine Demonstration der praktischen Anwendung meines Durchbruchs bei der Kontrolle der temporalen Störungen durch E99. Der Blockierer ist ein Gerät, das bei Aktivierung die Zeit im Umkreis einfriert. Der Effekt ist zeitlich begrenzt und er kann durch gravimetrische Energie deaktiviert werden. Man kann ihn einfach durch erneuten Einsatz reaktivieren. Das Zeitstörungsfeld bildet auch einen sehr nützlichen Schild. Ich bin sicher, dass wir durch meine Forschung nächstes Jahr eine Waffe haben, die alles, was der Westen hat, bei weitem übertrifft. Und dann kann der Eroberungszug des Kommunismus beginnen. Für die Sowjetunion! Ja, es war auch ein ganz harter Kämpfer des Kommunismus. Eindeutig. Aber Frage ist, wo ist er jetzt hin? Was macht das Ding da? Ja. Sachen schweben lassen. Verstehe schon. Von hier sind wir gekommen. Kommen wir hier durch? Sag dir, ja, kommen wir her. Sind wir hier durch? Irgendwo wird hier noch geschossen. Aber wo? Ach, müssen wir doch da lang. Ja, Mensch, hätte mich mal gehen lassen. Dann hau mal rein, Kollege. Ach, da ist der nächste Riss. Da ist der nächste Riss. Verstehe. Hier trennen sich unsere Wege. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich suche Schutz in diesem Turm. Und glauben Sie mir, wir sehen uns wieder. Aktivieren Sie diesen Riss. Er bringt Sie in Ihre Zeit zurück. Okay, Meister. Viel Glück uns beiden. Ja, Dito. Und zurück nach 2010. Wasch.